Pressereporter Alexander Haubrich traf den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Michael Ballack, in London. Für den Ex-Leverkusener läuft es gerade richtig gut. Mit seinem FC Chelsea London steht er im Viertelfinale der Champions League und auch in der Nationalmannschaft will er nach überstandener Verletzung wieder richtig angreifen. Die Ziele mit der DFB-Auswahl sind hoch, der EM-Titel soll es sein. Doch zunächst steht das Testspiel gegen einen der Gastgeber, die Schweiz, an. Das ist natürlich noch ein echter Härtetest, gerade auch gegen den Gastgeber, der natürlich auch vielleicht noch höher eingeschätzt wird, denke ich, wie die Österreicher, wo ja nicht so gut gespielt haben, haben zwar deutlich gewonnen, aber glaube ich nicht den Fußball gespielt, den wir uns so vorstellen. Ja, es ist nochmal ein Härtetest, wir haben dann zwei Monate keinen Test mehr, so dass für uns das auch nochmal ein absoluter Partner werden würde. Wir werden nochmal eine gute Leistung abliefern, um auch zu sehen, wo wir stehen. Und dann eben auch wirklich unsere Ziele nochmal zu verdeutlichen, um nochmal Nachdruck zu verleihen, dass wir wirklich auch um den Titel mitspielen können. Meine Frage nach der Chelsea, gestern super Sieg. Was ist noch drin in der Saison für euch? Also, wir sind ja noch ein paar Wettbewerben dabei. Große Ziele wahrscheinlich. Ja, glaube ich. Ja. Alle Spieler jetzt auch an Bord. Wir haben keine Verletzten mehr. Wir haben eine riesen Auswahl, was es nicht immer einfacher macht für einen Trainer, weil natürlich jeder spielen will. Aber wir können so unsere Kräfte auch bündeln. Nicht vielleicht wie letztes Jahr, wo wir dann doch gegen Ende, gerade im Halbfinale, mich daran erinnern, Liverpool nochmal gerade das Spiel vor 8 Spieler geschont hat, wir nochmal um die Meisterschaft mitgespielt hatten. Da vielleicht ein paar Prozente verloren haben, sind da auch wieder unglücklich ausgeschieden. Wir hoffen natürlich, dass wir dieses Jahr den Schritt nochmal machen können, um ins Finale zu kommen oder dann auch vielleicht zu gewinnen. Wir haben die Spieler dazu. Die Ausgangslage ist ganz okay, aber es wird natürlich schwer, wie man sieht. Es sind viele gute Mannschaften noch drin und wir sehen, was uns erwartet in der nächsten Runde. Den Rest des Großmichael Ballack Interviews lest ihr im Express. Schnell, schneller, Express.